Leute. Ups. Gut, dass ihr da seid. Denn hier geht heute die Post ab. Heute dreht sich alles um Seeelefanten. Und Krista und ich, wir machen gerade das Auto bereit. Wir haben nämlich einen Anruf bekommen, dass ein Tier am Strand gerettet werden muss. Da müssen wir natürlich sofort hin und ihr kommt mit. Aber vorher habe ich die Infos für euch. Der Seeelefant ist eine Robbe. Aber nicht irgendeine Robbe, sondern die größte Robbe der Erde. Die Bullen, also die Männchen, werden bis zu 5 Meter lang und wiegen über 2 Tonnen. So groß und schwer wie ein Kleinbus. Schaut man sich die Bullen genauer an, dann fällt ihre übergroße Nase auf. Mit ein bisschen Fantasie sieht sie aus wie ein Rüssel. Deshalb tragen die Robben den Namen Seeelefanten. Der Rüssel ist dazu da, um Eindruck zu schinden. Normalerweise hängt er schlaff über das Maul. Aber wenn ein Bulle mit einem Konkurrenten Streit hat, bläst er seinen Zinken gewaltig auf. Das dient zur Verstärkung der Drohrufe. Weibliche Seeelefanten und Jungtiere sind nicht so auffällig wie die Bullen. Sie sind leicht mit anderen Robben zu verwechseln. Vor allem mit den Seelöwen, die im selben Lebensraum vorkommen. Seelöwen gehören zur Familie der Ohrenrobben, Seeelefanten zu den Hundsrobben. Sie haben keine sichtbaren Ohrmuscheln. Außerdem sind sie grau statt braun und viel größer. Die meiste Zeit verbringen Seeelefanten auf hoher See, wo sie am liebsten nach Tintenfisch jagen. Dabei können sie bis zu 2 Stunden lang tauchen, ohne Luft zu holen. Nur 2-mal im Jahr kommen sie für ein paar Wochen an Land. Warum sie das machen, finden wir später heraus. Ich bin heute in den USA unterwegs, genauer gesagt in Laguna Beach. Hier arbeitet Krista. Sie kümmert sich um kranke und verletzte Meeressäuger, unter anderem Seeelefanten. Hi, Krista. Hi, hi, schön, dass du da bist. Danke, danke. Was schaust du dir denn da an? Das ist unsere Rettungsmappe. Da steht alles drin, was wir wissen müssen, um möglichst schnell ein Tier zu erreichen, das in Not ist. Welcher Weg zu welchem Strand der schnellste ist und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen? Es ist jemand am Strand unterwegs, findet ein krankes Tier und dann ruft er einfach bei euch an und sagt, hey, Leute, mit dem Tier scheint irgendwas nicht zu stimmen. Könnt ihr vorbeikommen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau so ist es. Wir bekommen Anrufe von Rettungsschwimmern, von der Küstenwache, von Passanten, alle möglichen Leute. Die sagen dann, ich glaube, ich habe ein krankes Tier gefunden. Wir bitten sie immer, ein Foto zu machen. Dann wissen wir, ob es ein Jungtier ist oder ausgewachsen, ob es in einem Fischernetz verheddert ist, ob es ein Seelöwe oder Seeelefant ist. So kann sich unser Team gut auf den Einsatz vorbereiten. Denn jede Rettungsaktion ist anders. Wir packen unser Zeug schnell zusammen und düsen los. Verstehe. Kannst du mir mal zeigen, wie es hier so aussieht, wer hier so alles lebt? Absolut. Na klar, los geht's. Vorsichtshalber tragen wir Masken, denn es gibt hier ein paar besonders schwache Tiere, die wir mit Krankheiten anstecken könnten. Hier arbeiten viele Ehrenamtliche. Sie verbringen ihre Freizeit damit, verletzten Tieren auf die Flossen zu helfen. Komm rein. Es gibt eine Intensivstation, mehrere Tierärztinnen und sehr, sehr viel Fisch. Denn die meisten Patienten sind unterernährte Jungtiere, die aufgepäppelt werden müssen. Oh! Wie die drei Seeelefanten Buttercup, Otto und Rocket. Schaut mal, wie lieb der aussieht mit seinen riesen Kulleraugen und dieser Schnauze. Oh, Wahnsinn. Fühlen die sich denn wohl, wenn die zusammen sind, oder sind es eigentlich Einzelgänger? Sie sind auf jeden Fall lieber alleine als die Seelöwen, die immer in einer Ecke aufeinander liegen, egal wie groß ihr Zwinger ist. Die Seeelefanten halten immer eine Flosse Abstand zueinander. Sie mögen es eher luftig. Also kein Kuscheln, aber zusammen abhängen ist okay. Farbklecks auf dem Kopf hilft die drei Seeelefantenkinder voneinander zu unterscheiden, damit Rocket nicht zum Beispiel die Medizin von Otto bekommt oder umgekehrt.
Das ist ihr Futterplan. Da steht auch drin, wann Rocket eingewiesen wurde. Am 5. April, er wog nur 40 Kilo. So viel wiegen Seeelefanten schon bei der Geburt. Eigentlich verdoppeln sie ihr Gewicht in den ersten Lebenswochen. Daran kannst du sehen, wie abgemagert er war. Er hätte doppelt so viel wiegen sollen. Das heißt, das Wichtigste für unsere Seeelefanten ist, dass sie erstmal ordentlich futtern und gut zunehmen. Yes, ganz genau. Definitely. Der fitteste und älteste der drei Seeelefanten ist Otto. Er bekommt heute einen Gesundheitscheck. Das ist eine ernste Sache, denn obwohl er noch jung ist und viel zu wenig auf den Rippen hat, ist Otto kräftiger als die meisten Menschen. Ich bin schon sehr gespannt, wie er das findet. Wir haben hier einige Tierärztinnen dabei und ich glaube, wir brauchen mehrere Hände, die da anpacken. Und schon beginnt das Seeelefanten-Rodeo. Die Tierärztin Kaylee tut Otto nicht weh, auch wenn er ziemlich laut meckert. Trotzdem, Blut abnehmen mag keiner. Vier Frauen halten ihn fest. Weil er so stark ist, er wehrt sich ordentlich, aber das ist ja ein gutes Zeichen. Denn wenn er so kräftig ist, dann kann er auch bald wieder in die Wildnis entlassen werden. Dann bekommt Otto eine Marke, damit man ihn nach seiner Freilassung wiedererkennt. Das zwickt ein bisschen, ist aber nicht schlimm. W5138, bitte vorlesen. W5138. Gut, das ging jetzt alles super schnell und alle haben rumgewurschtelt und man konnte gar nicht so richtig sehen, was eigentlich passiert. Aber das ist natürlich wichtig, weil das Tier natürlich möglichst kurz nur untersucht werden soll, damit es danach wieder entspannen kann. Das ist ja für unseren Otto ganz schön aufregend. Aber geschafft. Otto beruhigt sich langsam wieder. In freier Wildbahn schaufeln Seeelefanten mit ihren Flossen Sand über ihren Körper, wenn sie genervt sind. Otto macht das jetzt auch, obwohl hier der Sand fehlt. Es geht ihm aber gut, er ist nur ein bisschen beleidigt. Die Blutprobe kommt ins Labor. Kelly, das war aufregend und ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Das sah auch gar nicht so leicht aus, das Blut zu bekommen. Muss man da sehr tief rein, weil da noch die Fettschicht dazwischen ist? Ja, da ist eine Menge Speck. Und sie haben außerdem sehr dicke Haut. Vor allem zappeln sie aber viel. Die Haut bleibt an einem Fleck und ihre Hüften und Muskeln gleiten darunter hin und her. Sie sind auch sehr stark und sehr schlau. Oft stärker und schlauer, als wir es sind. Bist du denn insgesamt zufrieden? Ist der Otto gesund? Jetzt müssen wir noch auf die Blutergebnisse warten, aber ansonsten macht einen guten Eindruck, oder? Von außen sieht er topfit aus. Seine Lungen und sein Herz klingen gut. Seine Schleimhäute sind hellrosa. Genau so soll es sein. Wenn wir die Blutwerte haben, wissen wir, ob seine Organe auch alle gut funktionieren. Dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass der Otto bald in die Wildnis zurück darf. Und wie es in der Wildnis für die Seeelefanten so aussieht, das schaue ich mir jetzt mal an. Dazu fahre ich weiter nördlich nach Piedras Blancas. Adolf arbeitet hier seit vielen Jahren als freiwilliger Helfer und erklärt Besuchern alles über die wildlebenden Seeelefanten. Hallo Adolf! Hi! Hi! Wow! Also ich habe die Seeelefanten zuerst gerochen, dann habe ich sie gehört und jetzt sehe ich sie, aber ich hätte nie gedacht, dass das so viele sind. Ja. Es sind sehr viele zusammen, gerade zu dieser Zeit. Ja, dann bin ich ja genau richtig gekommen. Absolut, absolut. Es trifft wunderbar zusammen. Ja, Wahnsinn. Wie viele Seeelefanten sind denn hier insgesamt? Weißt du das? Also zurzeit in unserer ganzen Region hier, die Piedras Blancas, nach den Weißen Felsen genannt, das sind jetzt zurzeit 7.000 bis 8.000. Wow, okay. Dabei sind hier gerade nur Welpen, Weibchen und halbstarke Männchen. Die ausgewachsenen Bullen kommen erst in ein paar Monaten an den Strand. Deswegen sieht man hier gerade keine Seeelefanten mit Rüssel. Warum sind die denn hier? Was machen die hier? Die sind alle hier zu einem Zweck. Sie müssen ihre Haut einmal pro Jahr wechseln. Moment, also die machen nicht nur einen Fellwechsel, sondern die tauschen auch die Haut aus? Haut und Haare. Hier ist ein Stück davon. Es fühlt sich ehrlich gesagt überhaupt nicht wie Fell an, ja, sondern eher wie so kleine Borsten.
Die Haut ist natürlich ein Schutz, aber nicht in erster Linie gegen die Kälte. Denn der Kälteschutz ist der Tran, die dicke Transchicht. Das Fett. Die alle haben. Ja, Fett, ganz richtig. Wir verbringen ja 8 Monate von 12 im Wasser. Vollkommen im Wasser, ohne jemals ans Land zu kommen. Wahnsinn. Ja. Das stelle ich mir aber irgendwie so ein bisschen unangenehm vor, wenn man so seine ganze Haut austauscht. Ja, ich glaube, das macht denen gar nichts. Sie sind, man sieht nicht, dass es ihnen unbequem ist. Man sieht nie, dass sie sich kratzen, wie wir zum Beispiel bei uns. Ja. Es geht so hübsch in einem. Ich würde natürlich am allerliebsten erstmal so einen kleinen Welpen sehen, der frisch ist. Aber ich glaube, so einen ganz, ganz kleinen haben wir hier gar nicht. Wollen wir mal dahinter schauen? Ja. Vielleicht ist ja da einer. Bestimmt. Der Strand ist ziemlich voll. Das ist zwar ganz normal und natürlich, aber trotzdem stressig für die Seeelefanten. Wie eine große Familienfeier. Im Meer sind die Seeelefanten eher Einzelgänger. Am Strand schaufeln sie ständig Sand, genau wie Otto in der Auffangstation. Das machen sie einerseits, um sich abzukühlen, aber auch, weil sie die nervige Verwandtschaft ärgert. Schaut mal, so groß ist ein Seeelefant ungefähr, wenn er auf die Welt kommt. Aber die Seeelefantenweibchen, die können schon mal so groß werden. Also ungefähr 3 Meter. Aber jetzt passt auf, die Männchen, also die Bullen, die können bis zu 1, 2, 3, 4, 5 Meter lang werden. Ist das nicht der Wahnsinn? Das sind ungefähr 3 Annas. Bis ein Bulle so groß wird, dauert es 5 Jahre. Die Welpen erkennt man nicht nur daran, dass sie viel kleiner sind, sie glänzen auch silbern. Schau mal, Adolf. Ja. Der, der da liegt, das könnte doch ein Welpe sein, der dieses Jahr erst geboren wurde, oder? Richtig. Das ist definitiv ein Jungtier, das dieses Jahr geboren war. Seeelefanten bringen immer nur ein Junges zur Welt. Die Welpen fangen sofort nach der Geburt an, Milch zu trinken. Die enthält sehr viel Fett. Sie ist fast die reichhaltigste Milch im Tierreich. Dadurch nehmen die Babys super schnell zu. Und das ist gut so. Nach 4 Wochen hat die Mutter keine Milch mehr und verlässt das Kind. Aber Moment mal, dann können die ja noch gar nicht schwimmen und jagen. Das haben ihnen die Mütter ja noch gar nicht gezeigt, oder? Nein, sie können nicht von Natur aus schwimmen. Und sie haben es auch von der Mutter nicht gelernt. Die Mutter hat es ihnen nicht beigebracht. Du kannst es beobachten, wie sie so langsam, vorsichtig aufs Wasser zugehen und ein bisschen versuchen. Und nach einiger Zeit, na, jetzt ist genug, und versucht am nächsten Tag noch einmal. Und dann mit zunehmendem Mut fühlt sich mehr und mehr zu Hause im Wasser. Aber das Ganze dauert 6 Wochen bis 2 Monate, bis sie tatsächlich bereit sind für das Leben im Meer. Das heißt aber, die haben in der ganzen Zeit nichts zu fressen, sobald die Mama weg ist. Richtig. Boah. Das ist auch notwendig, denn während dieser Zeit müssen sie das Fett, das sie durch die Muttermilch angespeichert haben, in Muskeln verwandeln. Denn wenn die einfach so dick und fett, wie sie werden, ins Wasser gingen, so könnten sie schwimmen, aber nicht tauchen. Genau, denn das Wasser würde sie wieder hochhalten. Während dieser Wochen verwandeln sie das in Muskulatur. Und jetzt können sie schwimmen und tauchen. Wenn die sich dann das Jagen selber beibringen müssen, ja, dann klappt das wahrscheinlich auch nicht bei jedem Jungtier gleich gut, oder? Nein, nein. Da gibt es natürlich Verluste. Aber zum Glück haben unsere Seeelefantenbabys dann noch eine Chance. Und zwar unsere Krista, die kümmert sich dann um sie, wenn sie Glück haben. Und deswegen mache ich mich jetzt auch wieder auf den Weg in die Rettungsstation. Vielen, vielen Dank, Adolf. Ich habe einiges bei dir gelernt. Mach's gut. Gerne. Ciao. Bei Krista kommt gleich das Mittagessen auf den Tisch. Ich darf heute die Kellnerin sein. Jetzt gibt's Fisch. Und zwar Hering am Stück. Die Seeelefanten bekommen 4-mal am Tag jeweils 1 Kilo Fisch. Ich frage mich ja immer bei so Tieren, die im Salzwasser leben,
Müssen sie eigentlich was trinken? Das Meerwasser können sie nicht trinken. Sie bekommen die Flüssigkeit, die sie brauchen, vom Fisch, den sie fressen. Das heißt, wenn sie nicht fressen, trinken sie auch nicht. Viele unserer Patienten kommen hier nicht nur ausgehungert, sondern auch sehr durstig an. Die schwarzen Bretter sind zu unserem Schutz da, denn Seeelefanten können ziemlich kräftig zubeißen. Rocket und Otto werden gleichzeitig im selben Becken gefüttert. Sie sollen miteinander um den Fisch buhlen. Das bereitet sie auf das Leben in der Wildnis vor. Aber so richtig wild sieht das jetzt nicht aus. Sie sind eigentlich ganz gemächlich unterwegs. Wenn es mehr Tiere sind, wird es ein bisschen wilder. Vor allem bei den Seelöwen. Aber ein bisschen kämpfen die beiden schon um den Fisch. Schau. Uff. Naja, Übung macht den Meister. Das ist Rocket. Er ist noch nicht so lange da. Otto hat mehr Erfahrung. Er sucht den Beckenboden nach Fischen ab. Rocket schaut nur uns an. Auch dafür sind die Bretter gut, damit sie den Fisch nicht direkt mit Menschen in Verbindung bringen und vor lauter Betteln das Jagen vergessen. Er muss das alles noch lernen. Die Seelöwen nebenan, die kurz vor der Auswilderung stehen, haben den Konkurrenzkampf viel besser drauf. Okay, da geht's schon anders ab. Plötzlich wuseln nicht nur die Seelöwen, sondern auch die Menschen herum. Die Helferinnen laden ganz viel Ausrüstung in ein Auto. Darunter zwei riesige Kescher. Okay, irgendwas ist jetzt hier im Busch. Es wird rumgewuselt, sich wild unterhalten. Es gibt Anrufe. Also irgendwas passiert auf jeden Fall. Ich habe nur was von Rettung gehört. Und da muss ich jetzt natürlich am Ball bleiben. Ich will unbedingt wissen, was da passiert. Kommt ihr mit? Klar. Zu dieser Jahreszeit rückt Christas Team fast jeden Tag aus, um ein abgemagertes Jungtier zu retten. Okay, auf geht's. Eine Touristin hat Christa angerufen. Nicht ein Seeelefant, sondern ein junger Seelöwe muss gerettet werden. Er ist verletzt und auf einem großen Felsen gestrandet. Zur Warnung, bei Seelöwen haben wir nur eine 50%ige Chance, dass die Rettung klappt. Ein Wildhüter greift uns unter die Arme. Nur er darf direkt auf den Strand fahren. Kann's nicht mehr weit sein. Du solltest mit dem Netz von unten kommen, falls er runterfällt. Ja. So kann ich ihn fangen. Genau. Und dann hilfst du mir. Genau, okay. Okay. Jetzt wird's ernst. Es geht los. Der kleine Seelöwe liegt regungslos da. Es geht ihm wirklich nicht gut. Okay, darin wird der kleine Kerl dann abtransportiert. Und meine Aufgabe ist es, das er jetzt zu halten, den Käfig, und dann, wenn es soweit ist, den zu bringen. Oh, hoffentlich geht alles gut. Christa startet von ganz weit weg. Sie nähert sich sehr behutsam, damit der Seelöwe nicht versucht zu fliehen. Sonst könnte er vom Felsen herunterstürzen. Eins, zwei. Ab ihn. Wir drehen ihn um. Eins, zwei, zurück. Supi. Das ist nass. Brauchen wir nichts. Das ist jetzt natürlich ein Riesenschreck für den kleinen Kerl. Aber jetzt kann ihm geholfen werden. Wir führen ihn mal hier hin. Okay. Könntest du die Box bitte hier hinstellen? Danke dir. Rein mit dir, Kleiner. Das war gut.
Geschafft. Alles gut, Kleiner. Jetzt wird dir geholfen. Christa, das war cool. Das hast du super gemacht. Was ist denn jetzt das Problem von dem kleinen Kerl? Warum müssen wir den mitnehmen? Er hat wohl länger nicht mehr gefressen. Er sieht ziemlich untergewichtig aus. Wir werden ihn jetzt zurück zur Station bringen. Unsere Tierärztinnen schauen ihn erstmal in Ruhe an. Dann wissen wir mehr. Okay. Wir taufen den Kleinen auf Shorshi. Er ist zwar viel zu dünn, aber nicht schwer verletzt. Das Team hängt ihn sofort an den Tropf. Danach darf er sich den Bauch vollschlagen. Genauso sind die Seeelefanten Buttercup, Otto und Rocket auch vor ein paar Wochen hier angekommen. Und jetzt geht es ihnen richtig gut. Gut, dass der Shorshi jetzt hier ist, in Sicherheit. Bestimmt wird er hier aufgepäppelt und kann bald wieder in die Freiheit entlassen werden. Für euch gibt's jetzt nochmal alles, was ich heute so erlebt habe. Zuerst bekam Seeelefant Otto einen Gesundheitscheck. Das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Aber so konnte Tierärztin Kaylee feststellen, dass er immer fitter wird. Von außen sieht er topfit aus. Seine Lungen und sein Herz klingen gut. Dann habe ich Adolf und die wildlebenden Seeelefanten in Piedras Blancas besucht. Wow! Ich hätte nie gedacht, dass das so viele sind. Sie sind gerade an Land, weil sie sich häuten. Oh, es fühlt sich ehrlich gesagt überhaupt nicht wie Fell an, sondern eher wie so kleine Borsten. Zurück in der Auffangstation durfte ich Otto und Rocket füttern. Aber so richtig wild sieht das jetzt nicht aus. Sie sind eigentlich ganz gemächlich unterwegs. Umso wilder wurde es danach. Wir haben einen gestrandeten Seelöwen gerettet. Eins, zwei, hab ihn, hab ihn. Das war gut. Geschafft. Hey Rocket, ist es nicht echt super, dass es so Leute wie Christa gibt, die euch aufpäppeln, damit ihr wieder in die Freiheit entlassen werden könnt? Also ich finde schon. Und jetzt musst du mir nur noch eins versprechen. Du frisst jetzt ganz fleißig Fisch, damit du bald ordentlich an Gewicht zunimmst. Und dann kannst du wieder im Meer schwimmen, Fische jagen, spielen, alles, was dein Seeelefantenherz eben begehrt. Ja, das klingt super, gell? Das machen wir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus!